Ist aber auch nicht viel, also für heutige Verhältnisse ist das leider nicht mehr, ist das gar nicht mal so viel. Nee, 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 du musst abklatschen, ich muss da rechts rüberfliegen. Für heute, ja gut, aber nur weil die ganzen schlechten Leute gepusht werden ohne Ende. Ich sag ja nur, ich kann kein Select drücken. Ja, dann drück hier. Ja, ich sag ja nur zum Beispiel, wie, ich nenne jetzt nicht den Namen, einen gewissen YouTuber, über den ich ein Lester-Video gemacht habe, über seinen Kanal. Das keine Ahnung, dann, Gronkh PewDiePie, diese komische Bibis Beauty-Fratze. Nee, also über Gronkh mache ich ja kein Lester-Video. Ich meine, Gronkh ist okay, weißt du, von der Sache her. Nein, ich glaube, ich hab's gerade verkackt. Ist ein Berliner YouTuber. Oh, gut. Funk? Nennt sich Tanzverbot, der Vollidiot. Achso, der. Ja. Und der hat sich. Oh, gut, wie geil. Hier hat Jesse auch eine ziemlich geile Nummer gebracht. Oder war es Sui? Ja. Nee, Sui war das. Weil er gesagt hat, bevor ihr Flasche abstellst, habe ich das Level durchgeruckt und dann ist er im Abgrund gelaufen. Ich hoffe, ich pack das jetzt. Ja, das Ding bei Tanzverbot ist es, er hat sich zwar selbst gepusht, aber halt nur mit Ansage an. Also die meisten seiner Videos sind wirklich hier Ansage an Videos, wo über irgendwelche YouTuber herzieht und die massiv beleidigt. Und dadurch hat er sich halt 200.000 Abonnenten erschlichen. Ja, er ist ein Idiot. So wie ich gerade. Das ist irgendwie traurig, dass gerade solche Leute so einen Abo-Schub bekommen. Und so standesgemäß, so bodenständige Leute wie wir nicht. Das Geile ist, er hat es ja dann, er hat es ja dann mit Dings versucht, mit Gronkh. Also, er wollte Minecraft spielen. Er hatte mal 3 Minecraft-Videos auf seinem Kanal. War ja klar, so. Der kann ja nicht gut. Ah, scheiße. Der kann ja nicht gut sein, wenn er Minecraft macht. Nee, warte. So, die waren gar nicht mal so schlecht. Er hat nur 2 Fehler gemacht. Einmal, er hat eine komplett flache Welt erstellt. Willst du mich nicht mitnehmen? Hast du. Nee, er hat eine komplett flache Welt erstellt, hat da ein bisschen rumgebaut. Und dann war das Lustige, in dem Zeitraum hat auch Gronkh wieder angefangen. Naja, wo gucken denn die ganzen Leute Minecraft? Ja, die ist schon traurig genug, dass sie es überhaupt gucken. Ich meine, jeden seinen Geschmack, aber. Nee, also ich sag mal so, das bei Gronkh, das Minecraft-Let's Play, da liegt nicht das Spiel im Vordergrund, das ist eher so ein Let's Talk, mehr oder weniger. Na gut. Ich meine. Deswegen hat das ja wieder angefangen, jedenfalls laut eigener Aussage. Ich muss sagen, von Gronkh hatte ich eine sehr lange Zeit eine verdammt schlechte Meinung. Weil ja? ich bilde mir quasi so eine Meinung, okay, der hat viele Abonnenten, der kann nicht gut sein. Und irgendwann mal habe ich durch Zufall ein Video von Gronkh gesehen, wo er irgendwas wegen der Gamescom gesagt hat, wie er da behandelt wird. Also einfach nur als Tier wie im Zoo. Ja. Und da tut er mir dann doch schon leid irgendwie. Also ich habe jetzt eine wesentlich höhere Meinung als Gronkh. Nicht als Gronkh. Also ich meine, ich habe jetzt eine wesentlich... Über ihn, ja. Ja, ein besseres Bild habe ich jetzt von ihm, aber... Ja. Seine Let's Plays würde ich mir trotzdem nicht freiwillig angucken. Mag sein, dass er gut ist, aber... Scheiße. Seine Let's Plays haben was, das ist okay. Ich gucke natürlich auch nicht jedes Let's Play, definitiv nicht. Ich meine, so viel Zeit habe ich auch gar nicht. Apropos, wir racen ja gerade gegen Force. Eigentlich müsste Force ganz unten liegen. So, du kannst weitermachen. Ist ein neues Video. Tut mir leid, Force, es hat nicht Spaß, aber das weißt du. Ja. Das Ding ist einfach mal. Nee, und also Tanzverbot hat dann halt mit seinen Minecraft-Videos nichts erreicht. Und dann, einen Monat später, kam Ansage an Gronkh. So von wegen, ja, dieser alte Bastard soll sich mal von YouTube verpissen und aufhören, Minecraft zu spielen. Der ist ja scheiße, der Typ. Der ist total hohl im Kopf. Der ist total Hure im Kopf. Hohl, habe ich gesagt. Ja, eine Hure ist er auch. Ja. Das Problem ist, ich hoffe, dass das letzte Video die Leute angucken. Ey, das ist mit verschiedenen Zusammenschnitten. Das ist eine Stunde lang geworden. Ich bin dann noch am Überlegen, das vielleicht in 2 Teile oder 3 Teile zu cutten, weil eine Stunde ist natürlich echt hart. Was ist das hier? Nee, das ist mein letzter Video, was noch kommt. Über Tanzverbot. Ja.
Dingens, Rickon hat auch eine Ansage an Tanzverbot gemacht. Aber er hat... Ach, ich nenne es nicht Ansage, ich nenne es Kanallisterei. Ja, aber er hat es Ansage genannt. Gut, Rickon hat ein positives Bild von ihm angesprochen. Weil er meint so, ja, der Typ ist korrekt, da lässt sich nichts gefallen. Einerseits stimme ich ihm zu, andererseits das, was ich gerade von dir gehört habe. Eigene Meinung, gut und schön, nichts gefallen lassen, auch gut und schön, aber man sollte verdammt nochmal wissen, wie man sie ausdrückt. Weil man muss nicht die ganze Zeit Arschloch sein. Du, der Typ, der hat in einem Video gesagt, er kann nicht mal Videos schneiden. Und der Typ meint, dass er es besser kann, oder wie? Nee. Tanzverbot hat über sich selbst gesagt, er kann keine Videos schneiden. Achso. Alle seine Videos sind in einem One-Take aufgenommen. Der Typ ist doch dumm. Warum kann der das nicht? Weiß ich nicht. Also maximal, wenn er unterwegs ist oder so und dann mehrere Teile zusammen hintereinander einfügt. Das kann er, aber so mal irgendwas rausschneiden oder so kann er anscheinend nicht. Bin irgendwie gerade unter Druck. Nein, Scheißdreck! Gut. Vor allem, da ich nicht mehr genau weiß, wann hier welches Loch kommt. Na, das erkennst du an den Ausrufezeichen, aber es ist schwierig. Deswegen... natürlich ist es schwierig. Oh, der da! Verreck, du Arschloch! Den muss ich töten! Ja! Jetzt ist mir alles egal. Achso, wenn du alle 10er bist, kriegst du Donkey Kong Münze. Ja, wenn ich erster Platz werde, krieg ich die DK-Münze. Jetzt ist alles kamot und chillig, jetzt können wir meinetwegen im Schneckentempo durchfahren. Ja gut, ach so. Im Schneckentempo vielleicht nicht, ich glaube, dann kommen wir über die Schluchten nicht drüber. Ja. Ja, nee, und ich habe ja auch positive und negative Sachen angesprochen, so ein bisschen in meinem Kanallister-Video, ja. Aber hauptsächlich geht es halt darum, um halt ihn auf eine humorvolle Art und Weise, weil ich wollte halt nicht auf dieses Niveau hinabsinken. Ja, Parodie, Karikatur. Ja, ich wollte halt nicht auf dieses Niveau hinabsinken, höhe diese Opfer, dieser Hurensohn, ja. Das sowieso nicht. Dafür habe ich einfach zu viel Stil. Oder diese deine Mutter-Sprüche. Die mag ich ja so überhaupt nicht. So, ich werde jetzt einfach... Nein, fahr vorwärts! Warum fährst du zurück? Ich drück volle Kanne nach rechts. Ja, geil. Wobei, so ein Deine-Mutter-Battle, also wenn man es unter Freunden macht, kann auch lustig sein. Wenn man halt weiß, es ist von beiden Seiten aus Spaß, weißt du? Ja, aber ich mag diese Sprüche trotzdem nicht so gern. So, deine Mutter! Das finde ich voll asozial. Ja, natürlich ist asozial, aber manche sind halt schon witzig. Also, einer meinte mal zu mir, deine Mutter spielt Game Boy Color, obwohl sie farbenblind ist. Junge. Junge, mach nicht so einen Witz, der bringt mich aus der Bredouille. Ah, ausgerechnet, jetzt juckt meine Nase. Ja, gut, jetzt kann ich mich kratzen. Oh, weia, wenn wir so weitermachen, dann, passieren zwei Dinge. Es ist 3 Uhr und wir haben bald kein Leben mehr. Guck mal auf unser Leben. 61 sind es nur noch. Nur noch, sagt er. Und wer hat die ganzen Leben geholt? Hm? Ja, wir beide. Ja. Ach, willst du ihn jetzt anschubsen oder wie? Der klaut ihm die Bananen. Drückt denn jeder. Jetzt tötest du ihn. Ah, scheiße. Ich hätte doch die Taktik weiterfahren sollen. Patentierte Taktik. Warum bist du eigentlich nicht in der WhatsApp-Gruppe von uns allen drinne? Weil ich kein WhatsApp habe. Grundsätzlich nicht oder lehnst du es ab? Mein Handy ist zu alt dafür. Ah, okay. Aber man muss auch sagen, dass mein Handy ein Weihnachtsgeschenk ist und ich hänge sehr an Geschenke, vor allem an Weihnachtsgeschenken. Deswegen sträube ich mich irgendwie auch dagegen, mir ein neues Telefon zuzulegen, obwohl es eigentlich schon sein sollte. Ich meine, gut, ich habe ein Samsung Galaxy Ace, aber... Aber von der Sache her, ich meine,
Nur wenn man sich etwas Neues zulegt, heißt ja nicht, dass man das Alte wegschmeißen muss. Also ich habe zum Beispiel noch bei mir Nokia. Oh, ich bin blöd! Ja, dieses schöne Nokia 6210 habe ich noch bei mir. Das habe ich damals von meinem Onkel geschenkt bekommen, als ich ihm beim Umzug geholfen habe. Das habe ich heute noch hier. Funktionsfähig. Ja, das schon, aber ein Telefon, ja gut, ich habe auch noch ein anderes Telefon, ein älteres, aber es war, glaube ich, Nokia Express Music. Aber naja. Leben, wir sind wieder auf 60. Außerdem ist das mit WhatsApp ja sowieso so eine, ja gut. Weil ich nutze ja Wertkarte und ich weiß nicht, ob da was verbraucht werden würde. Achso, du meinst diese Prepaid-Karten oder was? Ja, so da 20 Euro Guthaben und dann kann ich damit telefonieren und muss es, wenn das verbraucht ist, wieder aufladen. Ja. Ja, die haben, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir in Österreich so ist, aber hier bei uns in Deutschland gibt's auch Prepaid-Tarife. Da werden dann, weiß ich, da lädst du dann 15 Euro auf und von denen werden dann 10 Euro abgezogen und dann hast du halt Internet-Flat. Ja, aber ich verbrauche sowieso nie so viel, weil was werde ich mit dem Telefon großartig? Mit dem Telefon bin ich nicht im Internet, warum sollte ich auch? Weil dafür habe ich ja meinen PC und notfalls den Laptop. Dann, ja, ohne Internet-Flat kann man halt auch kein WhatsApp leider benutzen. Ja, wie gesagt, das Einzige, wofür ich Handy nutze, also das Einzige, wofür ich das Telefon tatsächlich nutze, ich bin so dumm, ist, Moment, muss ich gleich mal sagen. Das Einzige, wofür ich das Telefon benutze, ist zum Telefonieren und zum Musik hören. Tatsache. Weil irgendwie spinnt mein Autoradio im Auto und da nutze ich die Musik vom Telefon. Komm, verreckt! Nein! Die Donkey Kong Münze haben wir doch schon. Ja, ich will ihn tot sehen. Wenn jetzt noch ein Schluck kommt. Oh, danke. Oh. Nein! Da oben zeigen Bananen hin. Ja, ich weiß. Deswegen. Ey. Aber gut, wir haben ja alles gehabt in dem Level. Huch, da. Ja, Bananenstaube. Na, ist okay. Jetzt müssen wir speichern. Weil das jetzt nochmal. Na gut, da haben wir jetzt auch einige Leben verballert, aber wir sind trotzdem ganz gut durchgekommen. Nee, so, zurück wieder zum Anfang. Oh, gleich zu Schwenki zocken. Ja, würde ich eher sagen, oder? Dann zock. So. Hier entlang, ich habe drei lustige Spiele für euch. Ihr überlegt euch gut, für welches ihr euch entscheidet. Bling, bling. Gamerjacke ist back in business. Bring ins Spiel. Fangen wir mal an. Wie lautet der Name dieser Welt? Oh, warte mal. Tiefes Kremland, wa? Tingle, tangle, bob. Ja, Tiefes Kremland. Ist, glaube ich, von den Simpsons und nein, ich mag die Simpsons nicht. Ey, das war ja richtig clever. Aufgepasst, die nächste Frage. Nee, ich mag sie überhaupt nicht. Welche Farbe hat euer Freund der Papagei? Grün. Rot, grün und gelb. Rot, schwarz und lila. Boah, nee, das ist wahr. Gute Antwort. Weiter geht's. Gamerjacke und Lächeln. Goldzahn. Wie heißt die Firma, die dieses Spiel in Donkey Kong Country entwickelt hat? Warte. Rare Nintendo. Nee, es war Rave. Super gemacht. Hier ist der Wolf. Geht auf eine Rave Party. Monster Max ist übrigens auch von Rare. Nur so mal als Fun Fact. Also, das ist Crazy Quiz. Seines der Spiele, die ich dir aufdrücken würde. Wie heißt das erste Wespennest-Level auf dieser Insel? Wespenfest, Wespenfalle, Wespenhorror. Ach du Scheiße, Wespenhorror war das, was? Nee, Wespenfalle war's. Ah, okay. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Gamerjacke, wie heißt die alte Kongfrau, die die Kongschule leitet? Warte, Chappie Frinkli. Ich dachte, sie heißt Susi. Nee, sie heißt Chappie, weil sie so oft Chappie frisst. Gute Antwort, weiter geht's. Welches dieser Objekte kann man in Clubbers Kiosk nicht finden? Ein Bild von Karul, Metallfass,
Boxhandschuh und Sandsack. Ich würde sagen, ein Bild. C ist auf jeden Fall da, das weiß ich. Ja, Metallfass und ich würde sagen, das erste, oder? Das weiß ich nicht, nimm's. Wir haben heute einen Gewinner! Ja. Gamerjacke! Die ganze Zeit Gamerjacke, ich weiß nicht, irgendwie steht ihm volle Kanne. Wie heißt euer Freund? Die Schlange. Schlange. Ach, Scheiße. Ist das? Nee, Radley. Rattle, okay. Rattle. Okay, jetzt geht's weiter. Welche Farbe hat die Weste, die Cranky Kong im Affenmuseum trägt? Die weiß ich auch so. Ja, die weiß ich aber auch so. Grün. Okay, jetzt geht's weiter. Ich bin Hellseher, habe in Zukunft geguckt. Welche Gegner seht ihr in dieser Welt zuallererst? Den Schwertträger, die Wespe, oder? Ich glaub schon. Nein, ihr seid Blame, ihr seid so Flaschen. Dann nochmal. Ja, natürlich. Wie heißt euer Freund die Schlange? Radley? Wie langweilig jetzt wärst du unser Freund die Schlange? Die Radley? Dann war es, glaube ich, der Schwertträger. Also Wespe war falsch. Schwertträger Kutlas oder Power 9 Schwanz? Schwertträger, glaube ich. Oh. Was? Wieso Power 9 Schwanz? Ist das nicht dieses Cat on Nine Tails oder wie es heißt? Ich weiß es nicht. Wo zum Geier taucht er hier zum ersten Mal auf? Grün und. Hey, wir haben durch Zufall alle Fragen. Oder es ist damit der Igel gemeint. Seit wann heißt er so? Weiß nicht, kann natürlich sein, dass der Igel gemeint ist. So, okay, Goldgrube verlassen. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Geh zurück und speichern. Kommt jetzt der Boss oder was? Nein, aber einfach so, weil ich das Teil nicht nochmal machen will. Moment, im Volltreffer haben wir nicht alles? Hier haben wir auch nicht alles. Oh, wir sind so schlecht. Ja, rein da. Wird es eigentlich immer teurer, das jedes Speichern, oder? Nein. Okay. Bin gespannt, wie viel Prozent wir einfach so ohne expliziten Gucken finden. Mhm. Meine Kerze im Hintergrund brennt immer noch. Lag. Kurz. Oder wollen wir jetzt hier weitermachen? Nein, nein! Ah ne, da können wir gar nicht weitermachen, wa? Nee, geh wieder nach oben. Da kann man gar nicht weitermachen, kommt man gar nicht hin, ist ja lustig. Ich muss, sobald hier dieses Together, also sobald die Together-Aufnahmen vorbei sind, muss ich sowieso nochmal was aufnehmen. Okay. Das ist nämlich unausweichlich, Sweet Amoris. Ah! Moor des Schreckens. Ist es das, wo du vorhin gesagt hast? Was, wegen dem... Ja, das ist das, die Strafe, die ich vorher aufgebrummt habe. Also Sweet Amoris. Ja, bei mir leckt's gerade. Ich glaube, das liegt tatsächlich nur am Sumpflevel. Oh, bei mir leckt es aber auch gerade. Ja, ich glaube, das liegt nur am Sumpflevel. Das geht. Oder wenn zu viele Gegner auf einmal kommen. Toll, komme ich ans K nicht mehr ran. Nein, nicht so schlimm. War da links noch irgendwo? Nee. Leck! Ach, scheiß doch richtig aufs böse. Scheiß doch aufs K. Ja. Sweet Amoris will ich aus dem Grund aufnehmen, weil... Ja. Weil dieses komische Halloween-Special da, das will ich ja voll ausnutzen. Und danach, nachdem dieses Halloween-Special vorbei ist, dann muss ich sowieso warten, weil ich keine Aktionspunkte mehr habe. Und jetzt habe ich ja mittlerweile schon ganz schön Batzen auf Lager und das dürfte die Pause überbrücken. Hat dein Frost gesagt, wann das bringt? Nee. Weil er hat allein schon ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt, ja. Ich könnte... Komm her! Für was hat er ein halbes Jahr gebraucht? Ja, weil wir ein Race ausgemacht hatten und da haben wir erstmal über ein halbes Jahr warten können. Bis ich dann eine Zeitansage gemacht habe. Und dann hat er sich nicht mehr rausreden können.
Vom Race, also wann es stattfinden soll, oder? Ja, eigentlich war ja dieses Spiel hier als Race geplant. Ja. Vor allem, weil ich in dem Spiel hier auch nicht, also zu dem Zeitpunkt nicht so gut war. Aber nee, er hat sich Zeit gelassen und währenddessen habe ich trainiert. Und dann irgendwann mal, nee, eigentlich ist das Spiel ja blind für mich. Training umsonst. Und was habt ihr denn geraced am Ende? Mega Man Overload 3. Ah, und da hat er aber auch verloren, oder? Ja, wobei man sagen muss, dass das sein erster Mega Man Hack, also, ja, sein erster Mega Man Hack war. Mhm. Und ich ja in Mega Man nicht so schlecht bin. Und er war auch ganz gut dabei. Hat sich ziemlich gut gehalten. Gut, aber hatte er letztendlich überhaupt eine reale Chance? Nein. Nicht mal ansatzweise. Ja. So traurig das auch klingen mag, aber wenn Force mich im Mega Man schlägt, das, ja. Das heißt, da müsste Force erstmal viel mehr trainieren von der Sache her, oder? Er müsste nicht nur trainieren, also er hat auch ziemlich viel trainiert, deswegen war er wahrscheinlich auch so gut, aber... Hat er denn den Hack explizit trainiert? Nee. Oder war er für euch beide blind? Der war für uns beide blind, aber er hat das Originalspiel, das der Vorgänger, das die Vorlage zum Hack war, nämlich Mega Man 5. Und ich bin in Mega Man 5 nicht so der Bringer. Also im klassischen Mega Man 5. Wobei man sagen muss, dass ich im Marathon Race war ich in Mega Man 4 schlechter als in Mega Man 5. Weil Osoma hat mal so ein dickes Mega Man Race gemacht, von Teile 1 bis 6. Und da habe ich daran teilgenommen. Na! Ich dachte, die ist unten, die Libelle. Scheiße, kann man nicht drinnen schwimmen, ne? Nein. Das sind sehr, sehr einfach. Ich glaube, ich bin im Race Vierter oder Fünfter geworden. Ja. Ach, scheiße. Gewonnen, also ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall waren Usuma LP, G-Choice Simon, der Xi und der Final Level Gamer vor mir. Mhm. Weiß eigentlich irgendeiner, wie viel Straf-Let's Plays Force hat, oder? Weil ich hab ja mitbekommen, irgendwie, der hat ja noch mehr wohl verloren, oder? Du klingst gerade ein bisschen Robo-mäßig, aber nur ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie viel er hat. Also, König der Löwen, also, aber das ist kein Strafprojekt, das ist, ich weiß nicht, das war einfach nur so eine Aufnahme, wenn ich mich nicht irre. Dann, ja. dann Donkey Kong Country hat er gegen mich gemacht in Race. Allerdings hat er es aufgenommen. Achso, wo du ja mal gesagt hattest, wo du nicht weißt, ob das überhaupt jemals kommt. Ja. Und als Strafe deswegen muss er Roadrunner Let's Playen. Ja, aber wenn er es halt nicht bringt, dann... Ja, deswegen ja. Verstehst die Problematik an der ganzen Situation. Als ob es nie existiert hat. Fuck! Fuck. Naja, er hat einen Part von Monster Max gemacht. Ja, die DK-Mütze wird ätzend. Nee, die kriegst du jetzt nicht mehr. Er hat einen Part, also ein Let's Show von Monster Max gemacht. Mega Man Zero hat ein paar Parts gemacht. Die werden aber wahrscheinlich auch nie mehr wiederkommen.